Ist echt scheiße, dass meine Haare. 10 Tricks, die dich schlauer wirken lassen, als du bist. Es fängt schon gut an. Also anscheinend ist das das erste Video, auf das wir tatsächlich reacten. Ich würde gerne noch ein paar Sachen sagen. Eigentlich nicht, nee, scheiß drauf. Ich habe noch kurz gerade die Nachrichten angeschaut. Und ich muss sagen, die Leute fucken mich so ab. Die Leute, die auf diese Corona-Demonstrationen gehen, sind für mich echt Leute, die absolut dumm und triggern sind. Also es macht mich echt... Es nervt mich, aber... Fuck it. Darf ein Name auf Twitch überhaupt sagen? Das weiß ich nicht. Boah, Alter. Der ist jetzt ohne Scheiß, sieht sich echt gleich aus wie ein Spaß, ey. War auch dort. Auf einer Corona-Demonstration. Kicker. Kikaninchen. Oh. Playport Network. Wieder am Stissel. Was geht ab? Willkommen im Stream. Danke nochmal für den Raid. Auch wenn du mich nicht ausgewählt hast, aber du hast mich auch geradet. Das war alles gut. In Berlin. Ich finde es nicht gut, wenn man auf die Demonstration geht. Erstens, man sorgt dafür, dass es sich noch weiter spreadet. Und zweitens, diese Gesetzesänderungen sind ja auch sinnvoll. Das ist jetzt nicht so eine dumme Scheiße wie sonst. Sondern das ist tatsächlich dieses Mal ja eine sinnvolle Sache gewesen. Aber, ja. Ich will auch gar nicht so viel streiten. Das ist halt das, was ich darüber denke. Deswegen so, ja, I don't know. Was geht, Pizza? Schön, dass du da bist. Brie, hab eh besseres zu tun. Spiel ganzen Tag Valhalla. Besser ist es, Bruder. So, schau mal an, 10 Tricks, die dich schlauer wirken lassen, als du bist. Vielleicht kann ich mir ein paar davon merken. Du hast keinen blassen Schimmer von gar nichts. Richtig. Dann aber aufgepasst. Top 10 heute. 10 Tricks, die dich schlauer machen, als du bist. Wow. Keine Sorge. Es ist keine Zauberei. Wir legen mal los mit Nummer 10. Fangen wir uns im Norden oder im Süden? Ich wohne im Süden. Ich wohne in Bayern. 10 sei ein Kritiker. Es müssen ja nicht die Kommentare unter einem YouTube-Video sein. Jedenfalls eine Studie der Michigan State University und zugleich der Central Michigan University befand, dass überkritisch sein dich auf jeden Fall mal schlauer wirken lässt. Die Forscher teilten die Teilnehmer der Studie in 3 Gruppen auf. Gruppe A sollte alles dafür tun, schlau zu wirken. Gruppe B sollte sich beliebt machen und Gruppe C bekam keine spezifischen Anweisungen. Die Teilnehmer sollten dann einen Film auswählen und ihn bewerten. Gruppe A, also die Gruppe, die schlau wirken sollte, suchte sich bewusst eher schlechte Filme aus, sodass es für sie leichter ist, diese zu kritisieren. Schon hier zeigt sich in unserer Gesellschaft eine Verbindung zwischen Intelligenz und Kritik ausüben. Verkaufsadresse für 75 Euro. Wer meldet sich? Lul. Nice, danke. Das ist auf jeden Fall toll. Darf ich mitbieten? Die Studie konnte das nahezu ausnahmslos belegen. Egal aus welcher Gruppe, jeder, der einen Film als schlecht bewertete, wurde in der Regel von den anderen Teilnehmern als Für 50 Euro gebe ich meine Adresse auch aus. Intelligenter eingeschätzt. Nummer 9. Benutze eine Initiale für deinen Zweitnamen. Wie groß ist die Wirkung eines Namens? Laut den Psychologen Dr. Van Tilburg und Dr. Igu sehr groß. In ihrer Studie die Auswirkungen von Zweitnamen zeigt... Das wird wieder vergessen, mir Bescheid zu sagen, LMAO. Ich hab's nicht vergessen, ich bin eigentlich actually in Zeitdruck gewesen. Ich bin jetzt sogar zu spät, ich hab nur gegessen einfach. Also ich bin nach Hause gekommen und hab nur gegessen. Sie 4 unterschiedlichen Gruppen einen akademischen Auszug über Einsteins Relativitätstheorie. Doch bei jeder Gruppe stand auf dem Buchrücken ein anderer Autorenname. Als die Teilnehmer die Qualität der Textpassage bewerten sollten, schnitt der Autor mit dem Namen David Clark am schlechtesten ab. Hieß der Autor jedoch David F. Clark, so wurde sein Werk gleich mal deutlich besser von den Teilnehmern bewertet. Doch am besten abgeschlossen hatte dann der Autor, der sich sogar gleich mal David F.P.R. Clark nannte. F.P.R. Clark. Einfach zu spät. Hey, also, ohne Scheiß, ihr klein... Ich bin nicht... Ich tue alles für euch. Ich komme nur nach Hause und esse, dass ich live gehen kann, Mann. Hört auf mich zu fronten, bitte. In einer weiteren Studie sollten sich Teilnehmer für einen Wettbewerb Leute für ihr Team aussuchen. Es gab einen akademischen Wettbewerb und für den anderen musste man sportlich sein. Beim akademischen Wettbewerb wurden eher Leute mit vielen Zweitnamen-Initialien ausgewählt. Beim athletischen Wettbewerb waren es... Sei mal leise. Danke, Nabi. Halt's Maul. Oh, Bruder. Oh, danke. Zweitnamen sogar eher hinderlich. Willst du also schlau wirken? Dann sorg dafür, dass du deinen Zweitnamen schön repräsentest. Was hältst du zum Beispiel von Michael J. Fox? Nummer 8. Trage keine Piercing. Das love it. Was du mit deinem Gesicht machst, ist deine Sache. Aber laut einer 2012er Studie von Professor Viren Swamy an der Anglia Ruskin University in Cambridge lässt dich ein Piercing weniger intelligent wirken.
Imagine. Bei der Studie wurden den Teilnehmern ganze 440 Fotos von Männern und Frauen gezeigt und dabei schnitten gepierste Menschen leider gar nicht so gut ab. Die jüngeren Teilnehmern sahen das nicht so eng, aber die Älteren schätzten gepierste Menschen deutlich dümmer ein und dazu auch noch weniger attraktiv. Also ich finde sie sehr hübsch, der alte Mann, aber sieht das nicht so. Nummer 7. Halte Augenkontakt. Ein Experiment, durchgeführt 2007 an der Brandeis University, kommt zu dem Schluss, dass Leute, die lange Augenkontakt halten, intelligenter auf andere wirken, bewusst oder unterbewusst. Bei dem Experiment wurden 182 Schüler in zwei Gruppen eingeteilt und sie sollten über ein ihnen vorgegebenes Thema sprechen. Eine Gruppe sollte sich schlau und kompetent geben, die andere Kontrollgruppe bekam keine Anweisungen. Und tatsächlich 100%... Ja, Augenkontakt halte ich nicht ab. Ja, Selina, du bist halt auch einfach intelligent, du brauchst solche Tipps nicht. Prozent der Teilnehmer, die sich schlau geben Kappa. Sollten, probierten so viel Augenkontakt wie möglich zu halten. Das zeigt, wie sehr die Augen in Verbindung mit Intelligenz stehen. Und tatsächlich konnte man am Ende eine deutliche Verbindung definieren. Je mehr Augenkontakt gehalten wurde, umso intelligenter die Wirkung auf das Gegenüber. Nummer 6. Gib dich als Führungsperson. Auch wenn Intelligenz in der Forschung eher in Zusammenhang mit Introvertiertheit steht, so ist die öffentliche Auffassung genau umgekehrt. Extrovertierte werden im Allgemeinen als schlauer angesehen. Das belegte eine Studie von 2002, in der es um den Zusammenhang zwischen Führung und Intelligenz ging. Die Gemeinschaftsstudie von gleich drei Universitäten erzählte einer Gruppe der Studenten, sie sollen sich wie Manager einer Computerfirma verhalten. Dann sollten sie an einem inszenierten Budget-Meeting mit den anderen Studenten teilnehmen. Am Ende sollten die Studenten bewerten, welche Teilnehmer am intelligentesten auf sie wirkten und am ehesten eine Führungsperson sein würden. Die Ergebnisse zeigten einen starken Zusammenhang zwischen den wahrgenommenen Führungsqualitäten und empfundener Intelligenz. Doch in der Realität gibt es nur einen geringen Zusammenhang zwischen den beiden Dingen. Ja, actually, naja. Ja, das ist krass. Du kannst dich eigentlich als mega intelligent darstellen, obwohl du eigentlich komplett dumm bist. Gott sei es gedankt, von meiner Seite auf jeden Fall aus. Das ist auf jeden Fall Hoffnung für mich. Nummer 5. Sei lustig. Schon beim Date kann es hilfreich sein, locker und lustig drauf zu sein, um das Eis zu brechen. Und tatsächlich fand man heraus, dass ein bisschen Spaß insbesondere Männern helfen kann, clever auf das weibliche Geschlecht zu wirken. 2010 sollten im Zuge einer Studie der University of Southern Brittany eine Gruppe Frauen von einer Liste mit Witzen die lustigsten heraussuchen. Diese sollten dann Männer in einer Bar erzählen. Und tatsächlich kam das bei den Frauen in der Bar gut an. Die Männer, die Witze erzählten, wurden durchschnittlich um 3% intelligenter eingestuft als jene, die keinen lustigen Witz drauf hatten. Außerdem stieg die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Handynummer der Frauen bekamen, um das Dreifache. Ja, das ist ja super. Nummer 4. Stell dein Bier ab. Nach ein, zwei Drinks fühlt man sich oft schlauer, als man ist. Ja. Ja. Ja, Alkohol wirkt enthemmend. Doch wusstest du, dass allein die Tatsache der... Der Kollege hat gerade einen Faxe getrunken. Stabil. Optik, dass du ein Glas in der Hand hältst, dich weniger schlau wirken lässt. Zu diesem Schluss kamen 2012 Forscher an der University of Michigan und an der University of Pennsylvania nach 5 separaten Experimenten. Anhand von Fotos bewerteten die Teilnehmer einen Schauspieler als... Das kenne ich irgendwoher. Ich auch, ja. Mir fällt nur nicht ein, von wo. Imagine, man geht in eine Bar und erzählt irgendeinen random Vibe-Witz und wird dafür bezahlt. Wesentlich... Normal. Weniger intelligent, weil er ein Glas Bier in der Hand hielt. Der Schauspieler mit einem Glas Wasser in der Hand wurde grundsätzlich als schlauer betrachtet. Ja, der dumme Säufer. Im letzten Experiment wurde ein Bewerbungsgespräch simuliert. Der Jobbewerber konnte dabei entweder einen Wein oder eine Cola bestellen. Viele Teilnehmer dachten, dass sie mit einem Wein schlauer wirken würden, aber Fehlanzeige, genau das Gegenteil war der Fall. Es ließ sie weniger schlau wirken und demnach auch schlechtere Jobchancen. Imagine, du gehst zu einem Bewerbungsgespräch und die fragt dich, ja, was wollen sie trinken? Und du sagst so, ja, ein Weizen. Kommst erstmal, kommt der Chef so rein, Digga, hast erstmal so ein fettes Weizen in der Hand. Ist Pong also ein Vollidiot? Vielleicht. Moin, Meister, moin, abgestorben. Was geht ab? Willkommen im Chat, mein Bester. Ich hoffe, dir geht's gut, Bro. Oh.
Tja. Nummer 3. Schreibe simpel. Eine Studie der Princeton University von 2012 mit dem Titel Konsequenzen traditioneller Bildung verwendet ohne Notwendigkeit die Probleme des Einsatzes langer Wörter ohne Grund, kam tatsächlich zu dem Ergebnis, dass wenn du dich einfacher ausdrückst, es dich intelligenter wirken lässt. In der Studie bekamen die Teilnehmer einen von zwei soziologischen Aufsätzen ausgehändigt. Inhaltlich waren sie soweit gleich, doch in dem zweiten wurde jedes Wort, das aus mehr als 9 Buchstaben bestand, durch ein kürzeres Synonym ausgetauscht. 35 Stanfords Studenten wurden dann über die Komplexität des Aufsatzes und die Intelligenz des Autors befragt. Der Aufsatz mit den kürzeren Wörtern wurde als weniger komplex befunden, doch hier zugleich auch der Autor als intelligenter. Anscheinend existiert ein Empfinden, dass intelligente Leute selbstbewusst genug sind, sich simpel auszudrücken, während es wohl so wirkt, als würden weniger Intelligente ihr mangelndes Wissen mit komplizierten Ausdrücken verbergen. Nummer 2. Laufe gelassen. Man sollte meinen, dass man sich von der Masse abheben sollte, um schlau zu... Laufe gelassen. Also, für die Leute, die es interessiert, ich kann momentan gar nicht gescheit laufen, wegen den Kniebeugen. Also, ich laufe wirklich wie ein Spasti. Das sieht nicht mehr gesund aus, wie ich meine Beine bewege. Die tun extrem weh. Mein kompletter Quadrizeps an beiden Beinen ist im Arsch. Moin Meister, moin Paul. Ich hoffe, dir geht's gut, Bro. Doch geht es um Laufgeschwindigkeit, so scheint es ratsam zu sein, der Norm zu entsprechen. So sagt zumindest Professor Kerry Morwich von der Boston University. In seiner Studie von 2007 zeigt er 49 Studenten drei... Digga, was ist das eigentlich für eine Professorin, Alter? Die googelt irgendwas am iPad, Alter. Da liegen irgendwelche Äpfel und Brote auf dem Tisch. Was ist das eigentlich? Die drei Kniebeugen, please. Schneide die Beine ab, wenn du es schon so viel ist. Die drei Kniebeugen, ja, Bro, die drei Kniebeugen. Immer ich versuche mich einfach auszudrücken, versteht mich niemand. Und wenn ich normal rede, hört mir niemand zu, Leute. Tja, das reingeschissen, ne? Kek. Moin, Craft Gaming, was geht ab, mein Bester? Videos von Menschen, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten liefen. Erstens langsamer als der Durchschnitt, zweitens durchschnittlich und drittens schneller als der Durchschnitt. Dann wurden die Teilnehmer gefragt, wie intelligent und kompetent die Personen auf sie wirkten. Dabei stellte sich heraus, dass der durchschnittlich laufende Mensch, der sich mit etwa 5 km/h fortbewegte, als schlauer und kompetenter empfunden wurde als der langsame oder schnellere. Man vermutet, dass die Zusammenhänge in Verbindung mit Vorurteilen stehen. So werden langsame Menschen gern als faul betrachtet und schneller als unpünktlich. Das hat dann wohl Einfluss auf die empfundene Intelligenz. Und die Nummer 1, fluche nicht. Menschen, die viel fluchen, werden nicht für intelligenter gehalten. Hurensohn, was laberst du? Das stimmt gar nicht. Auch wenn du viele Schimpfwörter kennst, die auf einen großen Wortschatz hindeuten könnten, lässt dich das leider nicht schlauer wirken. Willst du schlau wirken? Fluche nicht. Das Marktforschungsunternehmen Harris Interactive befragte gleich mal 5.800 Manager und Mitarbeiter bezüglich ihrer Haltung zu Kollegen, die viel fluchen. Das Ergebnis? 54% sind der Meinung, dass schimpfende Menschen weniger intelligent wirken. 81% der Befragten sagen, dass sich Fluchende damit im Job unprofessionell verhalten. 71% sie sich nicht unter Kontrolle haben und 68% kindisch. Also weißt du Bescheid, auch wenn du noch so viele Schimpfwörter kennst und diese mit unendlich vielen kreativen Adjektiven ausschmückst, lässt dich das nicht schlauer wirken. Ich wünsche viel Spaß im weiteren Verlauf deiner Karriere und dann haben wir noch 10 versteckte Zeichen. Boah, ich dachte schon, was das für ein komisches Profilbild ist. Oh, machst du das schon hier ganz, ganz fix? Ja, ist ein witziges Video tatsächlich, also ja. Interessant. Okay, it's childish, can't be no homegirl, drop it like the NASDAQ. Move white girls like this coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas with some short shorts. B-O-O-R over me, my green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery, this Asian dude, I stole his girl. And now he got that goji beef, my dick is like an accent mark. It's all about the overeat.